Jetzt wird aufgedreht. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition Stay Away for the Destiny Duel. Wir machen weiter mit Esperoba und hoffentlich schaffen wir es sogar. Zwar Tuesday, Wednesday, Thursday, okay. Wenn wir zweimal gegen ihn gewinnen sollten, dann können wir sogar direkt zum Turnier hingehen, den Kyber Corporation Cup. Wir brauchen nämlich auch Punkte. Die Punkte, die ich meine, werde ich euch noch zeigen. Nach dem Duell kann ich das machen. Die sind nämlich wichtig. Wichtig. So. So, erstmal Heavy Storm alles wegmachen. Damit er nicht mit seinen Drecksfeinkarten irgendwie ärgern kann. Überläufer. Klauen wir noch sein Monster. Hafengeist, wie süß. Cybertech-Alligator können wir jetzt auch rufen. Bam. Wir machen den so fertig. Der hat gar keine Chance gegen uns. Bam. Axt der Verzweiflung. Los. Bäm, 4.500. Wow. 4.500, das sind 6.300. Passt nicht. Deswegen warten wir nochmal einen Zug und dann haben wir ihn auch schon fast down. Tschüss und Attacke. So, 1.700 Punkte noch. Tja, das war's. Cybertech-Alligator ist mit einer der besten Opfermonster, die ich kenne. Aus dem einfachen Grund, der hat 2.500 Punkte und nur ein Opfer. Also besser kann man es echt nicht haben. Mein... Nein! Oh nein! Was haben wir als letztes? Was haben wir als letztes? I don't know. Das? Ach, nehmen wir das einfach mal. Aufgegeben. Cool. Ich freue mich voll über Karten. So. Bombing. Da ist Esperoba. So. Sehr schön. Ah, genau. Ich wollte euch die Punkte zeigen. Ah. Das heißt, dass wir noch an einigen Turnieren teilnehmen müssen, damit das wirklich so gut läuft, wie ich das gern hätte. So, was haben wir da? Cyberdose. Okay. Mystischer Djinn weg und... Was noch? Ja, Cyberdose weg. Was soll's? Brauche ich nicht. Ermutiger. Okay. Cyberharpier und Schieferkrieger. Goblin weg und Cyberharpier weg. Die kommt verdeckt, der kommt verdeckt. Und dann beenden wir unseren Zug. Ja und nein. Ach, Drecksvieh. Was soll das denn? Wisst ihr was? Wir legen jetzt einfach eine Karte verdeckt. Reißen Attribut und hoffen, dass er Monster ruft. Dann machen wir nämlich alles so weg. So. Jawoll. Reißen Attribut. Bam. Tot. Ach, wie süß. Nichts mehr verdeckt legen. Habe ich ja gar kein Projekt. Gar kein Problem mit. Freudiges Begräbnis. Yay. Und wir holen uns den Schieferkrieger zurück. So, Battleface. Attacke. Bam, 1.100 Schaden. Du bist dran. Du bist dran. Ja, vor allem geil, dass wir jetzt sehen können, was er da immer hinlegt. Das macht es für uns wesentlich einfacher, ihn zu besiegen. Schnappstahl. So, Kraft der Magie machen wir noch mit drauf. So. Und die Musik ist mal wieder aus. Machen wir mal wieder ein Lied weiter. So. Bam. So. Hier, die können wir noch verdeckt legen. So, Battleface. 4.400. Oh, tot. Game over. So spielt man. Esperoba. Oh, die Maus ist im Bild. Konntet ihr sie sehen? Ja oder nein? Yeah, Tune. Trickwelt. Okay. Wie heißt nochmal das Booster? Das ist ein alljährige Kyber Corporation Cup, der morgen beginnt. Dauert 3 Tage. Versammelt euch. Okay. So, einmal hier mit dem Passagier reden. Und dann müsste der Kyber Corporation Cup hier auftauchen. So. Kein Problem. Das machen wir auch noch einen Fix. Ach. Kann da jemand Gegner kommen, den wir noch nicht hatten?
oder noch nicht so oft hatten. Das wäre wesentlich cooler. Mahavailo, Topf der Gier. Nicht so viel hinlegen am besten. Den verdeckt und Ende. Bam. Oh, keine... er spielt nix. 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 So und so. So, reißender Tribut verdeckt und Battleface, Attacke. Was machst du da? Angreifen. Angriff ist die beste Verteidigung. Ich habe schon wieder vergessen, euch die Punkte zu zeigen, die ich meinte. So, nach dem Duell ganz sicher. Ohne langen Aufschub geht's dann weiter. Hey, der macht gar nichts. Guck dir das an. Wir sind ihm total überlegen. Nächste Runde ist er tot. Yep, er ist tot. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Was für ein Zufall. Mensch, Fresse, okay, als ob ich den jetzt umdrehen würde. Spinnst wohl. Battleface, bam. Und Game Over, Weevil. So spielt man. Oh, jojojojojo. Kennenlernen will ich gar nicht. Tschüss. Ich darf anfangen, sehr schön. Hier, die spielen wir verdeckt und dann legen wir noch Schieferkrieger verdeckt. Warum? Oh mein Gott, das kann nicht sein. Warum ruft der nicht irgendwas mit Überattacken, Überpunkten? Und nicht so ein Quatsch. Oh, da kriege ich ja Föhnbeine. So. Oh, du kannst mich so am Arsch lecken, Alter. Nein, nicht Überläufer. Raigeki. Witzig. Geh mir dein verdecktes Monster her. Hier. So. Nein, ich hab mein... Ich bin so blöd. Ganz ehrlich, was soll denn das? Warum mache ich gerade so viele Fehler? Oh, gemacht. Ja, bringt mir wahrscheinlich viel, weil er bestimmt hier jetzt so ein drecksverdecktes Monster da hat. Menschenfresserkäfer, zerstört mal ihm das Monster. Oh, Parasitenparasit. Oh mein Gott. Okay. Weiter geht's. Oh, der läuft aber gerade schon wieder ganz schön heiß, mein Laptop. Ein bisschen rüberstellen, so dass er eine Ecke hat, an der er genug Luft kriegt. So. Okay. Wo er die kalte Luft rauslassen kann, meine ich natürlich. So, was machen wir jetzt am besten? Ihn schön trollen. Mit einer... So. Das müsste reichen. Eigentlich. Wir haben ihn geschlagen. Oh, toll. Trottellied. Ich hasse dieses Lied. Warum höre ich das an? Ist auch einmal durch die Playlist. Herzlichen Glückwunsch. Erste Etappe. Oh geil, Tornado-Wand mit Umi Ultimate. Hier die zweite Runde. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was ich mit Punkten meine. Wir haben immer noch nur 4 Trophäen, okay? Da unten sind diese Point. 12.820 haben wir im Moment und wir brauchen 50.000, glaube ich. Damit das so funktioniert. So, jetzt aber mein Gegner, den ich noch nicht so oft hatte, damit ich da wenigstens ein bisschen Pluspunkte kriege. Ach, Joey. Ah! Cybercook gezogen, sehr schön. Aber keine guten Karten. Spielen wir Cyberdose verdeckt, so. Ja, komm, greif an. Yeah! Dankeschön! Oh, oh, oh. Oh, oh. Und er zieht natürlich dann Ultimate Monster und ich ziehe nur Dreck. Ganz toll. Fight. Hab hier einen Flederwisch. Bam. Anmutige Barmherzigkeit. Du bist tot, Joey. Das kann ich dir so schon sagen. Elfenmeteoriten weg. Und mach Weilo weg. So. Cyberkuck rufen. Effekt benutzen. Frrrt. Letzter Bläugier. Warum er jetzt tot ist? Ich habe noch Überläufer und 3 Geki. Damit können wir noch schon mal schön Schaden machen. Oh Gott. Ich habe gerade echt gedacht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Meine Eingeweide haben sie richtig zusammengezogen. Oh mein Gott.
Und jetzt töten wir ihn. Cyberkrug-Angriff. Goblin. Ja, der ist tot. Guck dir das an. Gar keine Chance. Joey hat keine Chance gegen uns. Bam, tot. You win. So, sehr schön. Und wir sind gerade mal fast 10 Minuten dabei. Das heißt, nach dem Kyber Corporation Cup können wir uns noch ein bisschen darum kümmern, Leute auf 10 Mal Platz zu machen. Sehr schön. Hab schon eine tolle Strategie. Mahavaido abwerfen und Cyber Harp hier, so. Wir aktivieren Top der Gier. Und nochmal elegante Wohltäterin. Wohltöterin. Oh, so viele tolle Karten, ne? Das weg und Verwandlungskug weg. So. Was haben wir da? Eine Verdeckte und ein Monster verdeckt. Mein Hirn arbeitet gerade in Höchstform. Überläufer, los! Alligatorschwert, okay. Was haben wir jetzt alles abgeschmissen? Ich habe das schon wieder nicht im Kopf. Mahavaido, genau. Wow! So, freudiges Begräbnis. Auf unseren Mahavaido. Weil wir es können. Das verdeckt. Und jetzt greifen wir an. Ultimate. 1,5. 1,9. Und 2050. So, fast down. I got fight. Da, 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 da. Schade, er hat nicht angegriffen. Hätte ich jetzt am liebsten mit gehofft. Mahavaido macht mir das Monster down. So. Ja, der hat das bisschen Schaden. Das macht den Kohl nun auch nicht fett. Wir kriegen ihn so oder so tot. Und Zambira tötet ihn selbst. Tschüss. Tot. Das sind im Moment Duelle, die gefallen mir hundertprozentig. Ich bin so gut. Aber ich werde die Zielwoche jetzt mal wieder öfter machen. Habe ich beschlossen. Aus dem einfachen Grund... Alter, voll die heftigen Monster. Ich werde die Zielwoche jetzt mal öfter machen, damit ich mehr Punkte kriege, weil ich brauche 50.000 und Kyber. Oh mein Gott, warum Kyber? Tja, ich werde der neue Battle City Champion. Da führt kein Weg dran vorbei, Kyber. Tut mir leid. Der hat meine Strategie geklaut. Aber das ist gut. Jetzt hat er nur 3000 Punkte. Oh mein Gott, ich habe 700 Schaden gekriegt. Er ist so tot. So tot. Pass Obacht, hier. Elegante Wohltäterin. Wollte ich eigentlich gar nicht aktivieren, egal. Och, wie geil ist das denn? Mahavaido weg. Schnappstahl. Meins. Dann Cyberkrug. Machen wir nochmal. Bam, das kann ich auch. Bam. Machen wir nochmal Überläufer. Tja, und Battleface. Und mit deinem eigenen Monster tot. So übertreibt man. Das war mein erster Zug, ne? Ne, mein zweiter Zug. Aber hätte er angefangen, wäre das genauso ausgegangen. Das können wir verdeckt tun. Die können wir auch verdeckt tun. Glocke können wir auch verdeckt tun. Und Verwandlungskug verdeckt. So. Die beiden, auf die kann ich verzichten. Aber ich krieg dann 5 neue Karten. Nein, 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 nein. Mist, ich hatte so ein... Wenn er die nicht kaputt gemacht hätte, dann hätte ich... Verdammt. Schwerer Sturm. Willst du mich verarschen? Du bist ja ein Trollo. Fallgrube verdeckt. Verdammt, wie kriege ich ihn jetzt tot? Nein, er hat mich gleich tot. Ich kann gerade mal 2800 Punkte zusammenkriegen. Machen wir das mal eben. Da können wir ein bisschen Schaden bei ihm raushauen. Hat er noch 900. Ja, immerhin, wenn er Monster ruft, können wir es zerstören durch unsere Trap Hole. Ja, wir kriegen jetzt ein bisschen Schaden, oh mein Gott. Immerhin können wir ein bisschen Zeit rauszögern, sehr gut. Und Trap Hole! Verdammt!
Wie mache ich das denn jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ruft all seine heftigen Monster jetzt. Nein, aber das ist dein Ende. Es sei denn, er hat jetzt mehr Monster als ich, dann bin ich erledigt. Bam. 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 Oh, wir haben Happy Flederwisch gezogen. Wie geil ist das denn? Wir haben gewonnen. Mit seinen eleganten, mit seinem magischen Zylinder könnte er uns eigentlich tot machen, aber wir sind im Vorteil. Hexe weg und Forstangreifer weg. Das aktivieren. Ich glaube, ich übertreibe jetzt schon ein bisschen. War eigentlich erst schon so gut wie erledigt. Ja, natürlich. Hier, wir rufen Cybertech-Alligator. Das war's. Battleface. Attacke auf den da. Riesenstein sei da tot. Oh mein Gott, ich habe gerade echt gedacht, nein. So, sehr gut. Ruf der Gejagten gekriegt. Schnappstahl. Okay, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Was machen wir in den 5 Minuten? Ja, machen wir Shadi. Weil den haben wir bis jetzt nur einmal besiegt. Dann machen wir den noch ein bisschen down. Für die meisten ist das jetzt wahrscheinlich super langweilig. Weil nichts Besonderes passiert, sondern immer nur Wiederholung. Weil ich mache immer nur dasselbe und besiege die Gegner einfach nur. Und das ist für die meisten wahrscheinlich einfach viel zu langweilig. Nee, meine ich. Wenn ich jetzt keine Monster ziehe, dann würde ich das machen. Bam. Bam. Okay, mehr als genug Monster gezogen. So, gucken wir mal. Wie können wir ihn am besten ärgern? Indem wir erstmal Topf der Gier benutzen. Oh, geil. Dann machen wir anmutige Barmherzigkeit. Alter. Bam. Und Elfmeteoriten-Einschlag weg. Dann rufen wir unseren Forstangreifer. Der ist schon so gut wie tot, der Kerl. Er weiß es nur noch nicht. Überläufer. Nehmen wir uns ein Monster. Freudiges Begräbnis. Oh Gott. Ich bin so verdammt gut, Leute. Guckt euch das an. Ich kann einfach nicht verlieren gegen den. 3-5. Noch die mit drauf klatschen. Bam. 5-5. Dann legen wir noch Glocke der Zerstörung verdeckt. Und dann ist er auf jeden Fall definitiv tot. Da wird er nichts machen können. Ich glaube, er ist so auch tot. Ja, natürlich. Guckt euch das an. Game over. Super. Down. Ich brauche eigentlich nicht mehr alle Booster, Booster kaufen. Ich brauche nur noch diese speziellen Booster kaufen. Warum? Ganz einfach, weil diese speziellen Booster alles enthalten, was man in den anderen Boostern kriegen könnte. Nochmal Dynamis, oh mein Gott. So, Shadi. Nochmal du. Yeah. 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 So. Elegante Wohltäterin. Wir haben Wiedergeburt auf. Das ist sehr gut. Feuriges haben wir auch. Oh mein Gott. Das weg und das weg. So, den verdeckt. Und damit beenden wir unseren Zug. Ja, greif du mal an. Habe ich kein Problem mit. Wo haben wir ihn? Da, der Cyberkrug. Ich stehe auf den Cyberkrug, der ist so geil. So, Goblin-Angriffstrupp im Angriffsmodus. Dann... Fail. Verdammt. Ja, Battleface, verdammt. Ich habe einen Fehler gemacht. Na gut, dann müssen wir halt noch ein paar Züge irgendwie rumbummeln. Oh, meine Nase. Ach, wie süß. Aquamador. Jinzo! Das gefällt mir schon besser. Wiedergeburt. Okay. Wir haben eigentlich schon gewonnen. Warum? Weil ich das weiß. Hexe vom Schwarzen Wald im Angriffsmodus und das opfern wir gleich für Jinzo. So. So. Was nehmen wir uns denn aus dem Deck auf die Hand? Cyberdose. Können wir mal vorsichtshalber nehmen? Kann ja nicht schaden. So. Irgendwie habe ich gerade gar keinen Überblick. So. Battleface. Bam.
1200 Schaden. Spielzug abschließen. Er spielt weiterhin auf Defense. So ein Kacknoob. Wir müssen unbedingt seine Monster loswerden, weil die mir ziemlich auf den Schnürsenkel gehen. Was machen wir jetzt? Ich könnte natürlich jetzt übertreiben, aber es wird nichts bringen. Oder? Vielleicht... Nein, das bringt nichts. Das ist das Doofe daran. Schieferkrieger im Angriffsmodus. So, ich hoffe mal, ich greife jetzt richtig an. Fick dich. Du bist so ein Bock. Echt ohne Schmarrn. Der zieht auch genau das Richtige gerade, ne? So ein Spasti. Mechanischer Jäger und Battleface und Attacke. Auf das da. Okay. Oh oh, der hat Kartenzerstörung gezogen. Das ist übel. Hauptphase. Ja, das ist jetzt richtig übel. Die verdeckt. Was haben wir noch? Hier habe ich einen Staub. Nee, das aktivieren wir noch nicht. Elegante Wohltäterin aktivieren. Wir haben hier Cyberkug abwerfen. Cyberdose weg. Eben gucken, was wollen wir behalten unbedingt. Das wollen wir auf jeden Fall behalten. Wir wollen Kraft der Magie behalten. Überläufer am besten, ne? Halbchen Staubwedel wollen wir behalten. Halbchen Staubwedel und Überläufer oder Kraft der Magie. I don't know. Ich denke, wir nehmen Überläufer, ja. Ist besser. Ah! Hallo, ich hab doch... Ah ne, er hat magischen Zylinder zerstört, verdammt. Pff, ich muss das auch noch aussuchen. Nein, oh Gott, warum wähle ich ja aus, wenn ich... So. Harpchen Staubwedel aktivieren. Bam. Überläufer aktivieren. Meins. Sehr schön. Ja, er ist so oder so tot. Da kann er sich auf den Kopf stellen. Wiedergeburt. So, jetzt machen wir richtig schönen Schaden. Wiedergeburt auf Cyberkrug. Oh Gott, ich habe gerade gar nicht auf meine Lebenspunkte geguckt. Hätte jetzt auch voll nach hinten losgehen können. So, ich muss mal kurz was gucken nebenbei. Oh, wir sind schon über der Zeit. Moment, so. Okay, so, warum hat er nicht Kartenzerstörung benutzt? So ein Vollidiot. Vollhorst. So, das. Die wird verdeckt gelegt. Axt der Verzweiflung machen wir auch noch auf ihn drauf. So, bam. 8000 Punkte. Gemeinsam sind wir stark. Machen wir auch noch auf ihn drauf. Bam. 11.200. Oh. Schade. Verdammt. Das hat fast gepasst. Er ist jetzt genauso stark wie der Cyber-Zwillingsdrache. Oh. Ne, jetzt ist er stärker. Bam. Ja, 12.000 Punkte. Nee, gar nicht. 5.600 hatte der. Doch, das ist jetzt das stärkste Monster, das ich jemals gerufen habe, mit 12.000 Punkten. Tja, und tschüss, tot. Game over. Das konnte er nicht überleben. Definitiv nicht. Ja, ich hole jetzt nur diese speziellen Booster hier. So. Ding. Okay. Ja, dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Yu-Gi-Oh! Wild Wild Edition Stay Away for the Destiny Duel. Haust rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Dengoku.